Willkommen, liebe Leute, live auf Twitch, nachher auf YouTube. We Are Football ist mal wieder dran. Und wir sind mittlerweile so nach zwei Dritteln der Saison. Es sieht gut aus für unseren VfL. Im Pokal stehen wir im Halbfinale, Heimspiel gegen Werder Bremen. Im Europapokal sieht es nicht ganz gut aus. Wir sind rausgeflogen. Bei zwei Spielen, die mir im Nachhinein unfassbar peinlich sind. Aber schnell ablenken, das ist gut. Hier stehen wir, Allen. Allen steht auf dem Vizemeisterplatz. Hauptsache Champions League, hatte eben Raman im Twitch-Chat gepostet. Hoffentlich klappt das. Das hier ist der Platz, der macht nicht möglich, dass wir in der Champions League spielen. Das ist der 5. Wir haben 11 Spieltage vor Ende. Stolze 8. 8 Punkte Vorsprung vor dem 5. Tabellenplatz. Da oben sind 7 zu den Bayern. Aber man, wir müssen ja auch nicht unbedingt sofort Bayern München Besieger und Bezwinger und deutscher Meister. Im Ernst, wenn wir mit dem VfR Aalen wir haben Durchmarsch gemacht. Jede Saison immer eins weiter hoch. Man kann halt von der Bundesliga nicht weiter durchmarschieren. Da gibt es keine Nullerliga, in die wir aufsteigen können. Letztes Mal haben wir einen 6. Tabellenplatz geschafft als Neuling. Jetzt stehen wir auf Platz 2. Also, wenn das klappen würde, das wäre cool. Da ich echt, fühlt sich für mich, würde sich das anfühlen wie ein Titel. Im Ernst. Da wäre ich, ich könnte es kaum fassen. Vor allem, wo uns das Geld langsam ausgeht. Achtung, jetzt bitte nicht erschrecken, Leute. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. WB, also ich habe mich völlig verkalkuliert, im Ernst, wirklich. Das nehme ich mit auf meine Kappe. Wir haben 60 Millionen Minus. In den Prognosen bei der Finanzübersicht. Prognose-Saisonende. Das ist die bisherige Saison. Deshalb, wir hatten einen hohen Betrag, mit dem wir gestartet sind. Wir hatten halt kurz vor Ende der ersten Halbsaison uns für sündhaft teures Geld einen super Deluxe-Klasse-Weltklasse-Spieler geholt, nämlich den Akbulus. Der spielt bei uns im defensiven Mittelfeld, ist ein 5-Sterne-Spieler, 21 Jahre jung, ein Türke. Und den haben wir uns richtig Geld kosten lassen. Und dadurch sind wir halt so fett in die Miesen reingekommen. Wir werden Ende der Saison, ist die Prognose, einen positiven Bestand haben. Ne? Insofern ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben natürlich ein Minus dann gemacht in der Saison, weil wir mit sehr viel Vermögen reingegangen sind in die Saison. Das einzig Doofe bei der Geschichte ist natürlich, wir können jetzt keine ablösefreien Spieler im Moment verpflichten, weil wir einfach kein Geld mehr dafür haben. Denn das Transferbudget für die nächste Saison, das wir jetzt nutzen können, mit 180.000, das ist nichts. Da kann man nichts machen. Wir können auch jetzt in dieser Saison uns nichts mehr leisten beim Vereinsbudget. Also irgendwie Mitarbeiter, Bürogebäude aufstocken, da ist nichts gebacken. Ne? Das Dümmste ist wirklich, wir können im Augenblick Leute zwar scouten, die ablösefrei wären in der neuen Saison, könnten die uns aber nicht holen. Andererseits wiederum, weil wir beim letzten Mal uns dick angeguckt, welche Leute überhaupt zur Verfügung in Frage kämen. Und das sind gar nicht so viele, weil wir die Nase mittlerweile ganz hoch tragen und nur noch die Crème de la Crème ablösefrei verpflichten wollen. Im Ernst, wir wollen nur noch Leute mit tollen Talentstufen und die, was weiß ich, wenn sie einen 10er Grundstärke haben, eine 10,7 auf den Platz bringen oder so andere Sachen. Wir sind auch sehr anspruchsvoll geworden. Und deshalb fanden wir auch nur ein oder zwei Leute, die überhaupt in Frage kämen. Und da gucken wir halt Ende der Saison beim Wechsel, schlagen wir halt zu, wenn die neue Saison beginnt und gucken, dann werden wir wieder Geld da haben, ob dann nicht noch einer dieser wenigen Spieler ablösefrei da sind. Also man kann jetzt sagen, wir haben uns verkalkuliert, es ist ein Fehler, oder wir sagen einfach, komm, lass ihn uns doch feiern, den neuen. Unseren Starspieler hier. Lass uns doch einfach stolz drauf sein, dass wir so einen Kracher in der Mannschaft haben. Das ist der Kollege hier, der Şükrü Akbulut. 5er Talentstufe, 11,3 auf 11, kann sich noch weiterentwickeln, kann auch eine ganze Reihe von weiteren Eigenschaften sich entwickeln. Wird super geskillt werden, ist ein Künstler im Mittelfeld, nicht ganz unwichtig. 11er Stufe jetzt schon, 21 Jahre jung, vielseitig einsetzbar, bis Zufriedenheit, Motivation top, talentiert, taktische Ausbildung stimmt, also komm. Wird uns wahrscheinlich keine rote Karte einhandeln, weil er ein absolut fairer Sportmann ist. Es gibt Schlimmeres. Es gibt echt Schlimmeres. Und der bekommt gerade mal nur 5 Millionen Grundgehalt bei uns. Also hat uns noch nicht mal das Gehaltsgefüge gesprengt.
Lass uns doch einfach auf das gucken, was geklappt hat. Dass wir so einen tollen Mann haben, von dem wir mit ein bisschen Glück Jahre noch profitieren können, gibt Schlimmeres. Danke an Don Freddy fürs zweite Abo. Don Freddy. So, jetzt will ich mir drei Sachen noch mit euch anschauen. Es gab ein Update gestern. Wir streamen gerade am 20. August und gestern am 19. gab es halt ein Update für We Are Football. Die sind ja alle 14 Tage. Da gab es neben vielen kleineren Bug-Fixings unter anderem drei Neuerungen. Eine Sache können wir uns sofort angucken. Die kennen wir schon von Screenshots, die uns der Gerald Köhler, der Chefentwickler, mitgebracht hatte bei früheren Streams. Man kann im Vereinsgelände nämlich... Also wir machen das nicht. Essen haben wir nicht das Geld dafür und zum Zweiten wollen erstmal ein bisschen unsportlich und wirtschaftlich noch weiterentwickeln. Aber wir könnten hingehen und könnten Villas bauen für uns selber. Wir könnten Manager-Anwesen errichten. Sollen wir uns das mal anschauen, wie das aussieht? Mal gucken, wo das ist. Präsidenten-Villas konnten wir vorher schon. Habe ich mir den Patch nicht gezogen? Beim Fenster vom Trainer. Okay. Ich meine, hier. Persönliches. Geländeansicht. Manageranwesen. Hi. Das ist die allgemeine Geländeansicht. Cool. Da ist es. Ein Manager-Anwesen, das man dann modular, glaube ich, ausbauen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. 3 Millionen haben wir nicht, würde ich gerne bauen. Was denn das für ein Brocken? Danke an Kalamüs. Hi, danke fürs 19. Abo, Kalamüs. Hör mal, du bist älter als ich, ne? Vom Geburtsdatum. Ein Jahr, glaube ich, ein Jahr über mir. Danke dir. Dass du älter bist auch, aber auch für dein Abo. Dann fühle ich mich ja nicht so ganz so alleine. Das ist ja ein Monsterteil. Das könnten wir auch, ja, das bauen wir so weit wie möglich weg vom Pöbel. Also von den Präsidenten und so. Hier irgendwo hin? Können wir das bauen? Könnte ich das bauen? Das mache ich jetzt aber nicht. Aber da könnten wir uns das mal angucken. Komm, ich baue das mal. Ich lade einfach das Safe-Game nochmal neu. Mal gucken, ob es geht. Na, geht nicht. Das wäre auch noch komischer gewesen. Und ich glaube, man kann es dann später modular ausbauen. Schade, dass wir uns das nicht angucken können. Nein, kann ich... Ja! Cool. Nein, doch. I. Das wird dann das Manager... Das sieht ja richtig mediterran aus. Das sieht so aus, als ob wir so in Barcelona spielen oder verpflichtet sind oder in Real Madrid oder Juventus Turin oder Rom. Irgendwo so am Mittelmeer. Das ist, sag mal, das so sieht doch kein Manager-Anwesen in Ahnen aus, in Bavü. Das sieht wie aus wie irgendwo, wo da die Touristen Schlange stehen, versuchen mit selbstgebastelten Aussichtsplattformen noch Fotos machen zu können. Das sieht ja super edel aus. An Griechenland, dachte Akira. Sieht eher britisch aus. Mein Sellerie-AST. Man merkt, man kann alles rein projizieren, was man will. Auf jeden Fall cool. Also geht leider nicht. Geld fehlt. Und dann gibt es noch zwei andere Sachen. Das eine sei bei der Vereinssuche im HUD, im HUD. Habe ich gelesen, habe ich mir mal an der Seite. Deshalb schaue ich immer so unauffällig aus dem Bildschirm raus. Habe ich mir das aufgeschrieben. Neben dem Assistenten kommt man dahin. Hier im Suchmenü. Okay. Aha, jetzt kann man immer eintippen. Man kommt auf den Suche-Screen und wenn man drei Buchstaben eintippt, wir suchen mal, welche Spieler sollen wir suchen? Ich wette, es gibt ganz viele. Messi. Wir suchen mal Messi. Die ersten drei Buchstaben Minimum, da werden uns 128 Treffer angezeigt. Ich tippe mal noch ein S ein und noch ein I. 16 bleiben übrig. Ich sortiere mal. Ich glaube, der ist gar nicht mehr dabei, ne? Ich suche mal nach Alter.
Nee, der scheint nicht mehr dabei zu sein. Vielleicht hat er hier schon seinen Trainer, seine Karriere beendet. Ja, könnte gut sein. Der ist hier im Spiel schon über 40, meint Aki. Dann suchen wir, wen suchen wir dann? Irgendwie einen Jungen. Neuer ist auch schon weg. Wen soll Ronaldo, ob der noch dabei ist, der ist auch nicht mit allerjüngster. Irgendwie die Jungster. Bale, wir suchen Bale. Den englischen, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Christian heißt der, ne? Auch nicht dabei. Auch zu Haaland. Wir suchen Haaland. Der ist sicher dabei. Erling Haaland hier. Da ist er. Ich versuche mal einen Rechtsklick. Ja, da ist er und lacht uns an. Erling Haaland. Und hier würden angeblich auch Jugendspieler angezeigt werden. Habe ich gelesen, nur nicht die, die schon einen Profivertrag haben. Also Jugendspieler, also junge Spieler, aber nicht Jugendspieler mit Profivertrag. Also die Jugendspieler hat nicht. Die muss man von woanders abwerben. Und dann gäbe es im Statistikenbildschirm noch was. Hier gäbe es auch noch irgendwas. Und zwar unter den Ländern könnte man hier was suchen. Achso, kann man Spielberichte aufrufen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel gehen auf Pokalspiel, unser letztes, dann zum Beispiel uns anschauen, hier vorne, Ahnen gegen Frankfurt. Ich versuche mal einen Linksklick. Ja, unser Spielbericht, da ist er. Das war das Spiel vom letzten Mal. Das wäre 0-1 und das entscheidende Tor fiel wann? Guckt mal. 93. Ich glaube, es war 93. oder 94. Da hat Marcel Mark aus dem Nichts. Da hatten wir so eine spezielle Taktik ausprobiert. Und ich war so stolz, dass das geklappt hatte. Auf Vorlage von Tristan Green, unserem schottischen Innenverteidiger, unserem englischen Innenverteidiger, hat er eingenetzt zum 1-0. Da war ich so stolz. Ich war stolz wie Oscar. Wir haben gefeiert, wir haben gejubelt und wir haben gebrüllt. Und schaut mal hier. Wir hatten, guck mal hier. Das ist also irgendwo in der Nachspielzeit gewesen. Wir hatten 2 Minuten vor der 90. komplett umgestellt auf Offensive. Wir hatten richtig, wir haben verzweifelt uns durch das Spiel durchgemauert und kurz vor Schluss haben alles umgestellt, alles nach vorne geworfen, frische Kräfte im Außensturm eingewechselt. Da war ich so stolz drauf. Das fand ich so cool. Dragonblade glaubte, es war die 96. Minute. Wie das in dir meint, das Spiel hätte WB viele Haare gekostet. So viele können es nicht gewesen sein, die ich dabei verloren habe. Deshalb, ja, genau. Richtig an, was im Chat von Akira Nagasaki. Das Team mit den meisten Pech an diesem Spieltag. Man kann Glück vielleicht nicht erzwingen, aber das Pech des Gegners, das können wir erzwingen. So Leute, jetzt genug rumgeschwelgt in Erinnerung an frühere Großtaten. Jetzt geht's los, erstmal mit diesem Spiel hier. Und wir schauen mal im Terminkalender an, wo wir stehen. Ganz viele einzelne Wochen. Das ist der Gesamtterminkalender. Wir sind, wo blinkt es gerade hell? Hier vorne. Ich gehe mal eins weiter. Das ist gut. Wir werden lange Zeit keine englischen Wochen mehr haben, weil wir aus dem Europapokal rausgeflogen sind. Das ist für unsere Leute gar nicht so schlecht. Dann können wir immer hohe frische Werte haben, können taktische Sachen gut skillen. Wir hatten ja gejammert. Und ich war auch traurig, dass wir aus dem Europapokal rausgeflogen sind. Aber wir werden davon in den verbleibenden Wettbewerben profitieren, weil wir halt viele gute Dinge trainieren können, die sonst nicht möglich wären, wegen den schlechten Frischewerten. Wir können taktisch viel mehr trainieren, wir können Standards trainieren, Elfmeter, Freistöße. Das ist schon ein Vorteil. Können so einen frischen Wert immer rauf haben, können immer mit der besten Mannschaft antreten, müssen nicht mehr ganz so viel rotieren. Das ist schon praktisch. Frischwert ist gering, da achten wir jetzt mal drauf. So, was machen wir sonst? Eine Weiterbildung bitte. Wie geht's den Fans? Wie geht's den Fans? Seid ihr gut drauf? Muss ich euch Fans besuchen? Sind die Fans da? Wie ist die Stimmung unter den Ahlen-Fans, liebe Leute? Im Twitch-Chat und auf YouTube. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung bei den Ahlen-Fans? Positiv? Steht die geballte Zuschauerschaft, stehen die Fans hinter unseren Spielern und vielleicht noch hinter diesem Trainer, stehen sie hinter uns? Aber hallo, meinte Baraka. Frage von Jorin, was bringt es mir eigentlich im Vorstand zu sein? Ich glaube, da wird man nicht so schnell gefeuert.
im Fall des Falles. Kann man als Trainer auch bei der Nationalmannschaft unterschreiben, fragt Etekhorn nach meiner Kenntnis nicht, nein. Ultras Allen meldet sich Sellerie, Eistee zu Wort. Schauen wir uns mal an, wie es bei den Fans hier aussieht. Spieler schicken, können wir nochmal einen machen. Was hatten wir letztes Mal gemacht? Hatten wir Fanclubs beschenkt. Dann machen wir diesmal einen Fanclub-Besuch, immer schön abwechselnd. Was könnten wir sonst machen? Gibt es Kranke? Ja, Muskelfaser. Das ist Sovran Gavriljok. Den wollen wir mal besuchen gehen. Das hat aber Zeit. Dann... Fans, Werbeaktionen. Aktion läuft noch, nicht nötig. Hallo Nescor, danke fürs allererste Abo. Hi Nescor. Leute, wir haben einen neuen Abonnenten in unserer kleinen Twitch-Community. Hallo Nescor, bitte. Nescor, guck mal in den Chat, da kommen gleich ein paar Blumen für dich rein. Die sind für dich, danke. Bitte in die Vase stellen und bitte vorher noch Wasser reinfüllen. Kleiner Tipp. Hilft, damit die länger leben. Nicht nur in die Vase stellen, auch Wasser reintun. Echt. Gerne geschehen. Hab ich dir gerne empfohlen, Nescor, gerne. Das sind so Dinge, die lernt man im Laufe des Lebens. Vor allem, nachdem einem vorher so viele Blumen eingegangen sind. Das sind deine Blumen, Nescor, im Ernst. Das sind deine Blümchen. Öfter Sport treiben, Jurin. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen, Jurin. Echt, du kannst gerne viel Sport... Ja, okay, wir machen es mal. Nein, im Ernst, vorher hatten wir immer zweimal Sport. Ich hatte das deaktiviert in den englischen Wochen. Wir können das wieder umstellen auf zweimal die Woche. Das ist gar nicht doof. Ich will dich gar nicht veräppeln. Machen wir so. Greift, glaube ich, erst ab der nächsten Woche. Gucken wir uns das Scouten nochmal an. Dann schauen wir uns an, ob unsere Mitarbeiter, ja, Büro, wir könnten drei weitere Mitarbeiter einstellen. Ich schau mal, ob oben ein roter Balken zu sehen ist. Du machst es sogar dreimal am Tag Sport, Jurin? Echt? Ich mache, glaube ich, Sport immer nur dann, wenn ich We Are Football spiele und virtuelle Spieler rumhetze und ihn brüllen. Hey, schneller, du faule Sau! Das ist meine Art, Sport zu betreiben, den Bildschirm anzubrüllen. Ja, tut mir leid, ist so. Ist so. Macht ihr vielleicht irgendwann auch mal, wenn ihr mal im Alter seid. Ich weiß es nicht. Achso, Mitarbeiter angucken, ob hier irgendwo ein roter Balken ist. Oh Gott. Sie geht alles. Sehr relaxed. Das ist okay. Da packe ich mal einen mehr rein, bevor es Ärger gibt. Hier wollen wir eh einen mehr einstellen. Eine Reinigungskraft mehr, bitte. Wir haben weniger zu tun, weil weniger Europapokal. Dann packe ich mal einen Account Manager weg. Könnte auch der Grund sein bei den Hostessen und den Hosts, dass wir aus dem Europapokal raus sind. Ein Assistent mehr, ein Masseur mehr. Oh je, gleich sind wir über den. Dann müssen wir ein bisschen reduzieren. So. Und eins weiter, ne? Kaderplaner brauchen wir nicht, nein. Wir nehmen wieder... welche hatten wir immer genommen? Wir hatten mit der immer gearbeitet, oder? WB-Saison 01 V02. Das ist, glaube ich, unsere Trainingswoche. Ich glaube, ja. Hier wird ein bisschen aktive Erholung gemacht. Frische Werte treiben wir ein bisschen höher. Indem wir hier vorne etwas runtergehen. Hier. So. Die Reservisten dürfen ein bisschen hart ran hier vorne. Aktive Erholung für alle. Okay. Dann werfe ich wieder einen Blick auf unsere verschiedenen Spielphilosophien. Wo die stehen.
Also die wir auch benutzen, die 4 bis maximal 5, sehen alle gut aus. Dann können wir ein paar Dinge trainieren. Individuelle Fähigkeiten nehmen wir. Atekwa schreibt im Chat. 5000 Euro Jahresgehalt als Hostess? Was sind das für ein mickriges Gehalt? Hab's aber 5 Millionen Grundgehalt für diesen Agbulot. Hey, wer findet auch, dass Fußballer überbezahlt sind? Also die Fußballer der 4., 5. Liga finden das wahrscheinlich nicht, ne? Aber bei uns. Komm. Das darf ich nochmal, wenn ich jetzt öffentlich sage, Agbulot wird überbezahlt, dann sinkt dessen Zufriedenheit ab. Dann denkt er, der Trainer hetzt über den. Privat könnte ich vielleicht so Dinge sagen. Wenn es keiner sieht, dann könnte ich zum Beispiel so Dinge sagen wie, ich würde ihm auch viel weniger Geld gerne geben wollen. Aber das würde ich niemals öffentlich so sagen, dass das nachvollziehbar ist. Würde ich nie machen. Das ist, kann ich auch nicht empfehlen. So, was machen wir sonst alles? Bla bla bla, Konterwert hochtreiben, Distanzschüsse dringend trainieren, Eckenrückraum, das. Rondo könnten wir. Achso, Unter- und Überzahl würde ich gerne nochmal trainieren. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. So. So arbeiten wir erstmal. Das ist okay. Wir nehmen einmal. Die sind schon extrem groß, gut hier. Wir machen das so oft, wir nehmen einmal die Angriffe bei außen raus, die müssen eh am absoluten Maximum sein. Und nehmen noch einmal rein bei den Standards die Distanzschüsse. Damit die, weil wir können die so gut, das ist so wichtig für uns. Dann lassen wir hier aber etwas härter trainieren, sonst werden die mir zu lasch. Und so müsste es eigentlich passen. Ja. Jurin schreibt im Chat, Wibi, ich glaube eh, das Spiel hörte einen. Ich habe mal aus Fruste einen Spieler, als ich einen Spieler kritisiert habe. Achso, du hast ja jemanden kritisiert und er war sauer und einen Tag später hat er genau dieser Spieler sich einen Nasenbeinbruch beim Training geholt. Ja, hör mal, hast du mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht derjenige war, der dem Spieler den Nasenbeinbruch beschert hat? Ob du vielleicht einen Wutanfall bekommen hast bei diesem Gespräch, das du gemacht hast? Hast du dich so unter Kontrolle? Hast du vielleicht in deinem Spieler eine gepfeffert? Kommt da der Nasenbeinbruch her? Denk mal drüber nach, Jurin. Also im Ernst. Das ist keine schöne Geschichte, die du hier erzählst. Wirklich nicht. Die verrät einiges. So, wir können weiter trainieren auf Richtung aktives Mitspielen bei Jamie. Das Letzte, was er kann, unser Top-Torwart. Ach, hat einer den Co-Trainer delegiert und der hat das gemacht. Meine Drecksarbeit lasse ich durch den Co-Trainer machen. Dem wünschen wir gute Besserung. Ja, komm. Sofron, alles wird gut. Hatschi. Also subjektiv gefühlt habe ich den Eindruck, dass es derjenige, der am häufigsten bei uns immer krank ist und immer mit Erkältung, der Sofron Gavriljuk. Der wird da immer. Und wenn der krank ist, stecken sich immer andere dabei an. Ernsthaft. Ist wirklich mein Eindruck. Wenn der anfängt, ich glaube, der ist vielleicht, weil er so gesellig ist, dass alle anderen dann immer zu ihm hinkommen. Ach du Ärmster, hier hast du ein frisches Taschentuch, danke Hatschi ins Gesicht und denke ich mir so. Ist nur mein persönlicher Eindruck. Paulson hat sich verbessert, das notiere ich mir mal gleich. Nee, der hat sich nicht verbessert, der hatte vorher auch 9-2. Der hat nur eine Verschlechterung wieder ausgeglichen. Der hatte Minuspunkte beim Fortschrittsbalken, ja. Gucken wir uns mal an. An dem nagt halt der Zahn der Zeit. Der wird schlechter. Also wenn uns, hatten wir den auf die Transferliste gestellt? Ich glaube ja, Vertrag läuft noch bis Ende der nächsten Saison. Soll das machen? Sollen den auf die, ja, ne? Wir warten noch.
Wie viel Marktwert hat er? 1, 2? Ich finde, das sollten wir machen. Und wir schauen uns auch mal den Jamie an. Ist er gerade besser geworden? Ja, das ist eine, boah, wow. Das finde ich so cool. Das ist unser Dreier-Talent, den wir so gut skillen können und der immer und immer besser wird noch. Nur eine Stufe mehr. Und der bringt 11,9 auf den Platz statt 11. Weil der so gut geskillt ist. 11,9, das ist Wahnsinn. Das ist ganz, ganz glorreich und großzügig. Genau. Der war mal ein 10er, dann ist er abgeschlossen. Also der pendelt immer rauf und runter, der Pausan. Ich glaube, er ist jetzt ein 9er. Der Abstieg ist noch nicht da. Der Pausan wird zu einem 8er. So, Aden gegen Hertha. Teamstärke bei uns nur 118. Und bei denen 116. Die letzten Spiele haben die gut absolviert. Wir gemischt. Deren Form trotzdem nur bei 6-3. Bei uns bei 8-5. Mal gucken, ob wir dann nicht noch eine bessere Mannschaft reinbuxiert bekommen. Wer ist krank? Wer ist verletzt? Gavriluk draußen. Wir packen mal die besten. Wie wollen wir spielen? Fünferkette. Und auswärts. Wir brauchen keine. Dann ziehen wir die Außenstürmer wieder hinten vor und setzen hier in der Mitte den Perez rein. Im Halbfeld hier vorne. Zwischen Mittelfeld und Offensive. Und nicht den Lewandowski, weil der würde gegen drei Innenverteidiger spielen. Das heißt, Robert wird ausgetauscht. Lever gegen Perez. Den platzieren wir hier. Die dürfen ruhig weiter außen spielen. Hier so in die Lücken rein. Und gerne weit außen. Wie sieht das denn aus? Wo ist der gelandet? Ich dachte, ich kann ihn noch weiter rausziehen. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn abgehauen? Wo war das denn? Wo ist er denn hin? Wo bist du? Wo ist er gelandet? Wo ist er? Ernst, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Habe ich ihn gerade verkauft? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er denn? Ich sehe ihn wirklich nicht mehr. Ohne Scheiß jetzt. Ich erschrecke mich gerade total. Wo ist er denn? Da ist er wieder, Gott sei Dank. Puh, das war knapp. Das war knapp. So einen Scheiß darf ich nie mehr machen. So, dann treten wir aber an. Die haben drei Offensive, dann treten wir an mit zwei Zentralen. Und nicht mit zwei Defensiven. Das heißt, wir treten an mit 4-1-2-3. So. Hinten Şükbulut, Marcel Mark geht raus. Statt Marcel Mark spielen wir mit De Lorenzo oder mit Unzaga. Hinter den Juka Hacic, den können wir austauschen gegen den Pedrosa. Der, das wird die besten Innenverteidiger noch in die Mitte, bitte. Das, die stehen schon in der Mitte. Das ist glaube ich, das Beste, was wir zu bieten haben. Rechts könnte man noch pausen und Green checken. Wie fit sind die? Urukai hat eine Fitness, hat wenig Frische. Den brauchen wir aber. Wir haben ja keine englische Woche vor uns. Das ist kein Problem. Vinizont, alles gut. Und bei dir? Dann hätten wir zwei Anführer, drei Kreative, drei Analytiker. Das finde ich gut, weil wir müssen die dicke Verteidigung hier knacken. Da viele Analytiker und viele Kreative zu haben, ist gut. Anführer brauchen wir bei dem Einspiel gegen eine Mannschaft, die mit uns auf Augenhöhe von der Spielstärke ist. Nicht, da reichen die beiden aus. Drei Teamspieler ist auch okay. Jetzt schauen wir noch, ob wir irgendwo einen überstarken Spieler haben, der in die Mitte noch reingenommen werden muss. Den sehe ich im Moment eigentlich nicht. Dann checken wir die einzelnen Positionen. Sind alle fit genug? Ja, bis auf Urukai und Şükrü Akbulut. Der war, glaube ich, verletzt, aber der frische Wert geht. Der Konditionswert, dass er etwas geringer ist, das führt nur dazu, dass dessen effektive Spielstärke eine geringere ist. Aber es führt nicht dazu, dass der irgendwie früher schlapp macht.
Dafür ist der Frischewert zuständig. Und ein geringer Frischewert führt auch dazu, dass die Leute sich eher verletzen. In Summe ist die Fitness geringer, aber das ist nicht so furchtbar schlimm. Das ist unser bester Mann im defensiven Mittelfeld. Der spielt auf jeden Fall. Dann checken wir noch kurz, ist das die beste Mannschaft auf dem Platz? Wie sieht denn die Form? Der hat eine schlechte Form, der Paulson. Den tauschen wir vielleicht aus gegen Tristan Green. Der hat eine 9er Form. Da hätten wir 3 Führungsspieler. Ja, also 2 würden mir eigentlich reichen. Ich hätte gerne einen Analytiker mehr noch auf dem Platz vielleicht. Das gucken wir uns gleich mal an. Auf eine Form her sieht es so besser aus. Pedrosa hat nur eine 6er Form, Đuka Hacic eine 10er. Dann nehmen wir Đuka Hacic mit. 4 Formen besser. Analytiker gegen Analytiker und nur geringfügig weniger Spielstärke. Das ist die bessere Wahl. Wir könnten uns überlegen, ach guck mal, wir haben 1,7 Form Unterschied jetzt. Wir könnten uns überlegen, ob wir Margarian trotz der sensationellen Fitness draußen lassen und Katterbach mitspielen lassen. Das ist, bringt uns aber nicht so viel. Lass uns mal schauen, ob wir noch einen Analytiker mehr platzieren können im Spiel. Im Moment nicht. Nee, das sind im Augenblick keine, die ich reinnehmen würde. Jetzt vergleichen wir noch die Bank mit der Ersatzbank. Wir gucken mal, ob alles stimmt. Wir können 9 Leute auf die Ersatzbank setzen. Das sind diese 9 hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir da einen eventuell noch rausnehmen und mit einem anderen ersetzen. 3 Stürmer, 2 Defensive, 1 zentraler Mittelfeldspieler, Minimum muss rein. Das könnte Foster Lorenzo sein, der aber ganz miese Konditionen hat. Die Kondition wird aber besser, wenn er mitspielt. Aber das ist insgesamt nur 30, den können wir im Augenblick nicht bringen. Da muss ich erst übers Training ranarbeiten, das geht nicht. Stroh nehmen wir mit. Form geht, auch ein zentraler, den nehmen wir mit und dafür würden wir einen defensiven rausnehmen. Das heißt, wir könnten Marcel Marc oder Echeberry rausnehmen. Beide haben eine 10er Form, Marcel Marc wäre der stärkere, aber ich könnte mir, ja. Aber Eutropia Echeberry ist eine. Ja, wir haben Analytiker genug auf der Bank. Immer Stroh gegen Echeberry. Auf die Bank. Okay. Rest könnte so bleiben, glaube ich. Innenverteidiger. Hudson Sinclair. Nehmen wir den noch mit. Einen weiteren Innenverteidiger. Das ist ein Analytiker, das ist ein Kreativer mit Form 8 und 9, 8. Hudson Sinclair hat Form 7, 1 schlechter. Bessere Fitnesswerte. 10, 2. Mami Laitaro 9, 8. Beide sind Kreative. Ich glaube, wir nehmen eher den. Der Form ist Pott wie Decke. Wir können uns überlegen, wen wollen wir mehr fördern. Kann auch rechts außen spielen. Wie stark ist er, wenn er rechts außen spielt? Immer noch 9-0. Wir könnten sagen, dass wir Pedrosa nicht einsetzen. Ausnahmsweise mal. Obwohl wir ja wollen, dass er sich als Vierer-Talent kontinuierlich verbessert. Das wäre schon wichtig. Vielleicht bekommt er eine bessere Form dann. Oder wir könnten einmal Hudson Sinclair draußen lassen. Werden wir wirklich Paulita bringen bei einer Viererform? Ich glaube nicht. Der soll die Viererform erstmal im Training verbessern. Wir nehmen den Linksaußen Paulita, den bringen wir nicht. Und setzen stattdessen Hudson Sinclair hier hin. So. Dann haben wir nur 2 Stürmer zum Wechseln, das finde ich aber nicht so schlimm. Selbst Pauson mit der Fünferform ist schon krass, Leute. Haben einen anderen Stürmer. Wir hätten Lampi mit 9-0, den könnten wir bringen. Das können wir machen. Da hätten wir 2 Zentrale allerdings. Lever und Lampi, das ist ein bisschen viel des Guten. Haben wir einen anderen Stürmer? Winke. Das wäre eine Option. Winke zu bringen, der könnte auch rechts den Green Anführer gegen Anführer wechseln. Das wären zwar, er hat 4 Formen besser. Pausen hat eine Form von 5. 2 Punkte schlechter. Ich würde das sogar machen.
Paulsen ist, glaube ich, auch nicht mehr der allerjüngste, 29. Der soll sich im Training verbessern. Wir nehmen Winkelmahl statt Paulsen hier. Haben wir dann genug Analytiker als Einwechseloptionen? Ja, haben wir. So kann man das machen. Alles klar im Chat? Nein, es ist die zweite Bundesliga-Saison. Drigalski. So, wir ziehen die Außenverteidiger etwas vor, denn die haben keine Außen im Mittelfeld. Können dann über Außen kommen und greifen so an. Peres kommt von hinten, die über die Seiten. Die ziehen wir ein bisschen zurück, weil hier ist eine Lücke, wo die keine direkten Gegenspieler haben. Können wir etwas nach hinten stellen, die Innenverteidiger gegen die Stürmer. Alles klar. Dann schauen wir uns mal an, wie der Torwart drauf ist. Jason Ünal hat Paraden, ein einfaches Plus. Da kann man Distanzschüsse wagen, auch angesichts des guten Trainingsstandes bei uns bei den Distanzschüssen und weil die so eine geballte Verteidigung haben. Bei drei Innenverteidigern, wir machen Distanzschüsse. Und wir machen gleich Spezialangriffe über die Seiten. Die machen wir. Hi, Drigalski. Du musst noch, danke fürs Lob, du musst noch viele We Are Football-Folgen aufholen. Hast du viel vor dir? Bei welcher Folge bist du denn? Alle gegen Hertha. Wir starten mal mit Ballbesitzfußball und mit Neutral. Pressingwerte hoch. Gehen mehr über die Flügel rein als über die Mitte, weil die da drei Innenverteidiger haben, oder? Ein bisschen mehr über die Flügel, aber nicht zu sehr. Erst 48. Nein, du hast meinen Kanal vorgestern gefunden und hast 48 Folgen geguckt. Die sind doch teilweise eine Stunde lang. Da hast du aber teilweise geskippt, oder? Oder immer nur so die Spiele rausgegriffen, weil sonst hättest du ja Tag und Nacht hier geguckt. Nichts anderes gemacht. Wir gehen etwas mehr über die Flügel. Etwas mehr. So machen wir das. Wenn wir ganz nicht über die Mitte gehen, dann entwerten wir den Peres in der Mitte. Wir müssen ein bisschen aufpassen. So machen wir das. Verfaller. Ich habe WB auch erst vorgestern entdeckt. Durch Jugendkind. Ja, dann schön, dass du hier bist, Verfaller. Du lässt ihn nebenher laufen. Ist entspannt, wenn man selber zockt, mein Drigalski. Okay. So, Leute. Kann es losgehen? Unser Marktwert 176 Millionen. Die müssen drunter. Teamstimmung wild entschlossen auf jeder Seite. Beste Spieler, bei denen ein Innenverteidiger bei uns ein kreativer. Mo Daoud. Hinspiel 2-1 für uns. Also, was mir Mut macht, ist, dass die so eine schlechte Form haben. Wir greifen. Nicht so, nee, nee. Wir machen das so. Und so greifen wir an. Die beiden Spezialangriffe komplett über die Flügel halten wir aktiviert, weil die so flügelschwach sind im Mittelfeld. Ja? Da wir mit denen auf Augenhöhe sind, sollten wir den einen oder anderen ein bisschen boosten. Ne? Wir haben nur noch. Wir haben so viel Auswahl haben wir nicht. Wir haben auch noch die Pokalspiele vor der Brust. Wir machen es mal nicht. Das machen wir alles nicht. Schwachpunkt habe ich mir nicht angeschaut. Wir könnten eine Idee. Haben wir Wut? Haben wir auch nicht. Wir könnten eine Idee in Taktik investieren für die Spezialangriffe oder in die eigene Stärke. Wir gehen mal einen Punkt in die Taktik, auch für die Spezialangriffe und so weiter. Oder alternativ einen Punkt in die eigene Stärke. Kann man beides begründen. Wir geben mal einen Punkt in die eigene Stärke rein. Anpfiff, liebe Leute. Sind hier allen Fans auf den Tribünen schon in Brüllstimmung? Ich erwarte, dass wir, dass nicht nur von den Spielern, auch von euch Fans, dass ihr von der Minute 1 aus vollkommen fokussiert da seid. Danke an Black Panther, Matze, Abo verschenkt an Drigalski, Matze. Liebe Leute, gebt mir jetzt schon ein A in den Chat und ich pfeife das Spiel an. Gib mir ein Aas.
Ahnenrufe. Gebt mir ein A von den Tribünen. Von der ersten Sekunde an müsst ihr hellwach sein, Leute. Und ich auch. Anpfiff. Ein A. Da sind die Doppel-A's von der Tribüne. Gebt mir ein A. Kontrollierte Offensive gegen Ballbesitz Fußball. Wir sind am Drücker. Ausgeglichen. Sehr ausgeglichen. Angriff Ahlen. Philippe Zapata kommt, Standard von der Seite in den Rückraum. Agbulut für Anschluss haben wir gerade frisch trainiert und gehalten. Haben wir gerade trainiert nochmal, die Distanzschüsse. Jetzt sind wir. Das müssen wir wegstecken, Leute. Mehr Support weiterhin. Euer Support bitte. Oh, die sind am Drücker. Dann gehe ich gleich mal etwas weiter vorsichtig. Klünter. Flankt, Flügelwechsel, Guendouzi, Mitte, Caro, Außen, Arendt, Winkel, sehr spitz, 2-0, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Wir wechseln mal um auf Aufbauspiel und auf etwas defensiver. Hertha kommt. Wieder Klünter, boah, haben die einen guten, die haben einen Sahnetag erwischt. Gasper Schick, Caro Ahrens, wieder Guendouzi Hackentrick. Jetzt wollen die uns demütigen mit Kombinationsfußball und 3-0. Was ist denn hier los? Vollkommen die Halbzeit vergeigt. Vollkommen. Vollkommen vergeigt. Die hauen aber auch extrem viel raus an Kraft. Die hätten ein Tor verdient und haben 3 Tore gemacht, Leute. Was denn die Chancenverwertung? 3, ein Tor verdient, 3 gemacht. Boah, die sind so am Drücker. Mann, Perez hat eine gelbe bekommen. Ahnen leiden Qualen. Maruko, das stimmt. Ich halte keine Motivationsrede. Wir haben noch 5. Das ist eine Menge, aber ich, also ganz im Ernst, ist unter uns. Spieler, bitte weghören. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas packen können. Da gebe ich keine Motivationsrede raus. Das sage ich den Spielern nicht, ne? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen irgendwie heil durchkommen. Da haue ich jetzt auch nicht gnadenlos irgendwas raus an Kraft oder so. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Die haben halt einen Sahnetag erwischt. Das kann passieren. Wir loben und tadeln unsere Leute. Wir brauchen Anführer. Viele Anführer, wenn man 3-0 zurückliegt. Die Anführer sind da. Wir haben 3 Anführer auf dem Platz. Ich versuch's mal zum Start mit Ballbesitzfußball. Und wir gucken mal, was passiert. Vielleicht kommen die ja gut aus der Kabine und was ist nie richtig. Dann loben und oh Gott, Jamie! Das kannst du echt besser, Jamie. 5-0 Note. Im Rest weiß ich nicht, was ich sagen soll. Jamie denkt, wir untertreiben noch. Es gibt Formänderungen. Oh Gott. Hertha bleibt am Drücker. Ahlen kommt. Ahlen kommt, Hatschic raus auf Onsuka, Agbulut ballert, am Tor vorbei. Die Spieler glauben noch an sich. Halbe. Ahlen kommt. Udokoi, Gaschbeschik, abgefangen. Hertha kontrollierte Offensive weiterhin. Ahlen kommt. Wenigstens ein Ehrentreffer. Udokoi raus auf Green. Dribbelt den Strafraum, der Rechtsaußen Schotte, Zapata ballert in die erste Bude. 1-3. Geht doch, Ehrentreffer, war so wichtig für uns. Und Ahlen kommt weiter, Spezialangriff Nummer 1 in Ecke steht. Das hat man so einstudiert. Agbulut, der einen super Deluxe einkauft, der Wunderspieler. In die Mitte, Green, spielt ab, völlig frei, der Hut und... ein Tor für Ball. Wir haben noch nicht aufgegeben, Leute. So, und jetzt riskieren wir was. Wir wechseln einmal munter aus. Wir wechseln.
sind die fertig. Die haben immer noch Fünferkette. Wir müssen auf jeden Fall Lever bringen, das ist klar. Wir bringen Lever. Wir können auf Vierersturm umstellen. Da muss der durchspielen, obwohl er schon ein bisschen fertig ist. Akbulut ist ganz fertig. Akbulut wird ausgetauscht gegen Marcel Mark. Kreativer gegen Kreativer. Dann würde ich gerne Lever bringen. Dafür würden wir einen Innenverteidiger rausnehmen. Lever ist ein Analytiker, den könnten wir bringen. Wie viele Kreativer haben wir auf dem Platz? 3. Analytiker brauchen wir auch. Die spielen mit 5er. Wir könnten mit Odorkai einen Teamspieler rausnehmen. Dann haben wir immer noch 2 da. Wir nehmen einen Teamspieler raus mit Odorkai. Der ist auch ziemlich kaputt und wechseln Lewandowski für ihn ein. Stellen den vorne in die Spitze. Dann greifen wir weiter über die Flügel an. Machen hier Druck. Lever ganz vorne. Ganz vorne. Der bleibt weiter hier so in der Mitte stehen. Dann können wir noch ein paar frische Leute einwechseln. Teru Awe, wenn wir den ganz in die Mitte stellen, verliert er 0-6. Dann stelle ich so ein Ticket in der rechts. Ich guck mal, was der stärkere der beiden Stürmer ist. Schwer zu sagen. Der ist unfitter, hat aber die besseren Eigenschaften. Wir stellen den Margajan etwas weiter nach innen, weil der muss mithelfen, weil wir nur einen Innenverteidiger hinten haben. Wir stellen bei der Taktik um auf alle gleichermaßen boosten. Wir stellen um auf kontrollierte Offensive und pushen sogar ein bisschen unsere Stürmer, aber nicht zu sehr. Und hauen ein bisschen Pressing noch. Noch mehr Pressing. Das ist hart hier. Jetzt können wir noch 3-mal wechseln. 3 Wechseln noch möglich. Und frische Kräfte. Duka Hacic gegen Pedrosa. Der 10er Form, der 6er. Wer ist denn schlecht von der Kondition her? Unzaga. Wir könnten Unzaga gegen Stroh. Stroh hat eine 8er Form, Unzaga eine 6er. Beide sind Anführer. 9-4 gegen 10. Frische Kraft im zentralen Mittelfeld, ja. 2 Leute könnten wir noch wechseln. Einen würden wir auf einen Stürmer wechseln. Green hat eine 9er Form. Winkel hat auch eine 9er Form. Der ist schon ein bisschen kaputt. Den könnten wir für ihn nehmen. Oder wir lassen so erstmal. Und bringen weitere Wechsel später, ja. Sollen wir es so machen? Wir versuchen es so mal. Hertha kommt. Wir gehen in die Offensive und Hertha kommt. Ich habe es wenigstens versucht. Wir versuchen es weiter. Die haben massiv ausgewechselt. Ahnen kommt. Philippe Zapata. 3 Tore hinten. 20 Minuten noch zu spielen. Business Support von Reng, bitte. Marc passt. PRS völlig frei. Innenpfosten. Tor! 2-4! Leute, euer Support für den Rennen, bitte. Euer Support. Ach, das war ich. Ich hatte eben geklickt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte gucken, wie die anderen hier stehen. Oh Gott, die haben die Verteidiger gestärkt. Spielen aber immer noch in derselben Position wie eben. Wir könnten noch einmal wechseln. Aber das hatten wir gerade schon geguckt. Ich würde so weiterspielen lassen. Erstmal, Taktik bleibt so wie gerade. Offen nochmal, noch offensiver. Bin geringfügig beim Einsatz hoch. Hertha kommt. Ahrens draußen, Flügel rein in den Strafraum, dribbelt. Koch relativ frei, weit am Tor vorbei. Guck mal, Tore 1,74 verdient auf jeder Seite. Der nächste Spezialangriff. Stroh rauf auf Hacic. Bis zum Eckpunkt fast. Lewandowski passt. Wer ist in der Mitte? Peres wieder und... Oh Mensch. Ahlen gibt steckt nicht auf. Dahoud, 10 Minuten zu spielen. 2 Tore bis unentschieden. Noch Marc Peres. Immer noch im Spiel. Dribbelt von hinten. Schuss und wieder am Tor vorbei. Jetzt nochmal frische Kräfte.
Winkel für Green. Und hinten könnten wir nochmal wechseln. Den Innenverteidiger. Leitao für RW. Dann würden wir allerdings auf einen Analytiker verzichten. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Wir könnten mit Sinclair weiter einen Kreativen bringen, der gut ist, um sich... Komm, wir riskieren was. Wir nehmen den Sinclair rein. Der hat ein gutes Auge, der hilft beim Aufbau auch. Das ist doof, dann haben wir nur noch zwei Analytiker. Da fühle ich mich nicht... Ein oder zwei Analytiker dann noch? Eine mit Dragic und Shinten. Eine Tiefe wäre Pedrosa rechts gegen Juka Hacic, aber das sind 4 Formpunkte Unterschied. Wir machen das mal. Wir gehen einen weiteren Analytiker raus. Da haben wir noch zwei und nehmen den, packen den Sinclair mit seiner tollen Spielübersicht in die Mitte. Ja? Und gehen rauf auf. Direkt in Angriffsfußball. Und auf äußerst offensiv, und das ist extremst anstrengend hier. Alles, was geht jetzt. Ecke, Philippe Zapata. 7 Minuten vor Schluss. Wir haben alles nach vorne, Männer. Alles nach vorne. Marc schießt aus dem Rückraum. Kontakt, harter Kontakt. Nastasic dribbelt. Im Schneckentempo nach vorne. Oh, am Tor vorbei. 7 Minuten noch, reguläre Spielzeit. Oh, da passiert nichts mehr. Allen, ein Freistoß von Juka Hacic. Wir hatten ihn nicht ausgewechselt. Perez. Da passiert leider nichts mehr, das war's. Jetzt kriegt er noch eine gelbe, hat sie Sinclair. Das ist eine raue Backe hier. Nur eine gelbe. Ich gehe im Einsatz mal schnell wieder runter. Ja. Schade, wir haben alles nach vorne gehauen, 2-4. Die haben eine überragende erste Halbzeit gehabt, Hertha. Die hätten ein Tor verdient gehabt und hatten 3 geschossen. Also müssen wir erstmal hinbekommen. Da muss man einfach auch mal sagen, hier, Hut ab, gut gespielt. Werde ich dem Trainer auch bei der Pressekonferenz sagen, unmittelbar bevor ich ihm dann einen Zettel auf das Sakko hinten draufklebe, wo draufsteht, du doofe Nuss, ey. 2-4. Traurige Musik im Hintergrund. Immer noch 7 Punkte Vorsprung hinten für den auf den 5. Platz. Bayern hat anscheinend auch nur unentschieden gespielt, ne? In Dortmund. Dortmund-Bayern haben sich unentschieden getrennt. WBs Team hat gute Arbeit geleistet. WB auch, her. Chancen, bei normaler Chancenauswertung hätte das ganz anders ausgesehen. Brian Peres steht in der 11 des Tages. Teamgeist sagt ab. Wir haben sehr viel Kraft gelassen. Einer unserer Nachwuchsspieler hat Nasenbeinbruch bekommen. Traurige Musik. Schnüff. Die meisten sind schon so gut trainiert. Es ist schwer, jemanden zu finden, den wir noch nicht... Den könnten wir einmal boosten. Vincent Branner. Der ist allerdings nicht so wichtig. Ja. Nehmen wir Branner. Bitter. Kopf hoch. Mund abwischen. Weitermachen. Immer weitermachen, Leute. Immer weitermachen.